Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie hoch müssen, um da denn hinzukommen. Aber ich weiß noch nicht so richtig. Da, guck mal. Ja, ich glaube, da müssen wir uns hier irgendwie durchwursteln. Vielleicht hier so? Und dann hier so? Ja, da wäre natürlich auch einfach gewesen. Und hier sind wir schon mal. Geil. Also einen schon mal weg. Jetzt muss man natürlich gucken, wie wir von hier wahrscheinlich nach da kommen. Wahrscheinlich einfach hier so weiter. Okay. Und dann müssen wir irgendwie da drüben noch hin. Wahrscheinlich denn hier so weiter. Ich glaube es nur so. Also ich würde erstmal... Oh, das ist aber ganz schön schräg, ne? Oha. Muss ich schon sagen, wenn er sich den einkriegt, wäre das geil. Ach, shit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so schnell umkippt da. Ich habe eine kleine Bäume hier, oder was? Okay. Ich müsste irgendwie gucken, dass ich meinen Arsch rumkriege. Ja, das ist jetzt wieder mal ja, blöd gelaufen auf Deutsch. Bei da nach drüben eigentlich wäre das geiler, wenn ich hier mich irgendwo richtig festhalten könnte. Ach, das ist ja jetzt Mist hier. Weil hier so nach hinten. Also der hält mich zwar aus, aber ich komme da gar nicht hin hier irgendwie. Und das sah noch nicht mal so steil aus, ne? Das ist ja so das Übelste von allen. Wenn ich nur ein bisschen anders noch liegen würde, aber... Oh. Ich sage euch, wenn der umkippt, ist jetzt nicht so geil. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wäre jetzt hier wahrscheinlich so hochgefahren und dann wäre es dann auch schon so gewesen, ne? Hier, die Kuhle hat mich hier. Die hat mich umgeworfen. Bin mir jetzt nichts irgendwie bewegt. Ich sag mal, aufgeben ist ja immer so keine Option, ne? Hm.
Aber gib mal, da gibt er denn immer gleich sofort, ne? Keine sichtbaren, klar sichtbaren Teile. Ich möchte mal wissen, warum nur der vor mir so ein geiler Busch ist, ne? Warum bist denn du so ein Deluxe-Baum eigentlich? Aber das bringt mir nichts hier. Nee, da haben wir zu viel abgerissen. Weiß auch nicht, wenn wir nächstes Mal da unten sind, ob es denn so ein bisschen besser läuft. Der wird gleich sagen, dass wir von hier hinten irgendwie fahren. Wahrscheinlich. Ja, okay. Das bringt ja jetzt gar nichts. Ich hab's probiert. Lange genug. Ah, da fällt mir ein. Ich habe gesagt, hier hinten ist noch was. Da hat Erwin hat geschrieben, ne? Da ist noch was. Und Sven hat mich darauf hingewiesen. Er meinte ja damals nicht nur eine Aufgabe. Und ich habe verstanden, nicht eine Aufgabe. Siehst du, wie ein Wort einen ganzen Satz ändern kann? Baum. Baum, Baum. Tschicka, tschicka. Und jetzt möchte ich hier auch noch haben, was hier ist. So müssen wir mal gucken. Vielleicht sind ja auch zwei Upgrades hier. Aber ich glaube nicht. Das wird doch noch eine Aufgabe sein. Jetzt fahre ich nur wegen euch dahin. Ich hoffe, ihr wisst das. Irgendwie ist das falsch. Ja, die Sumpfhalle nervt immer. Also, habt ihr gesehen, das war ja nur eine mega kleine Kante eigentlich, ne? Aber gereicht dann, dass ich komplett quer liege. Das Problem ist ja, wenn da nichts ist, dann ist es eben schwierig mit dem sich wieder umdrehen. Beziehungsweise ich lag bestimmt, hätte ein bisschen anders gelegen, ne, dann wäre das wahrscheinlich nochmal möglich gewesen, aber so jetzt nicht unbedingt. So. Aber ich sage euch, den fahre ich denn da später nochmal andersweitig hin, hier den kleinen. In der Erbi, findest du wirklich, dass der langsam ist? Ich finde, es geht. Also es gibt so Autos, die sind irgendwie langsamer auf jeden Fall. Ich finde, so langsam ist der jetzt so gar nicht. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier mich noch erwartet. Wahrscheinlich nur Schönigkeiten, ne? Also. Ja, wenn das der Nachhauseweg ist, ne? Dann wird schwierig, aber das Thema. Besonders wenn du übermüdet bist, dann kommst du ja manchmal ja nicht an. Dann würde ich das Auto stehen lassen, Motor anlassen und dann. Wir können nur noch schlafen. Also ich denke mal hier so hin, ne? Da zum Türmchen. Ich gehe mal felsenfest davon aus, dass wir hier runter müssen.
Oh. Ja, geht mal gut. Wenn jetzt hier nichts großartig ist, ne? Dann bist du ohne. Wenn noch sehe ich hier nichts. Ah ja, da. Da ploppt irgendwas auf. So, was gibt's hier? Okay. Der riesige Radioturm muss regelmäßig mit Kraftstoff versorgt werden. Der Ölturm müsste schon längst angekommen sein, ist aber verschwunden, kannst du ihn finden. Mhm. Wo ist denn der? Ach du Heiliger. Ne, ich weiß ja nicht, ob das cool ist. Müsste ja hier so irgendwie hinten hin. Hier nach vorne wird es nicht gehen. Ne. Ah, guck mal, der ist denn da dann wahrscheinlich so runtergefahren. Ich glaube, das geht aber noch hier, ne? Also mit den Anhänger hier zwar dann rumzukommen, wird ein bisschen sehr tricky werden. Also ne, wie kommt der denn da unten hin? Und sich ja komplett verfahren haben, ne? Ey, lass mal da auf den Eis fahren. Okay. Geht schon, ne? Ja. Ja, es hat zum Glück ein kleiner Anhänger, ne? Aber so richtig rum kommt man trotzdem nicht hier um eine Kurve. Bitte ein bisschen Geld, aber dann ich sag mal, es ist ja eine relativ kleine Mission, aber dafür gibt es ja dann ein bisschen Kies, ne? So, und jetzt weiß ich nicht, wenn wir da neben der. Nee, ne? Ja, wird schwierig hier richtig rumzukommen. Aber so ein bisschen hin und her. Ist aber sehr beschissen hier ein bisschen hin und her. Wir wollen es ja mal machen wie richtige. Oh ja, da. Juhu. Kraftstoff. Geil. Ja, war natürlich kleine Quest, ne? Aber hat schon ein bisschen was. So. Ja, wir lassen uns mal bergen hier. Ich denke mal, mehr wird es hier wirklich nicht geben. Gucken mal auf die Karte, aber nicht auf die Karte, auf die Karte. Und wir haben nämlich hier, ich weiß gar nicht, ob wir ganz neue Sachen haben.
Ein paar, ne? Hier haben wir eigentlich so das meiste. Zerlegung des Bohrturms. Okay, wo müssen wir den? Ah, okay. Annehmen. Da bräuchte ich nur eine Ruhe, ne? Ich glaube mal, da müsste ich erst das dahin fahren, ne? Bau. Ach du Scheiße. Da brauchen wir ja richtig, richtig viel. Was wir da machen müssen. Zur Pipeline-Einlage, okay. Ist ja auch noch. Oh, jetzt kommen die größeren Aufträge auf jeden Fall hier. Nachschub für Sägewerk ist auch im Bergfluss. 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 Haben wir überhaupt noch was hier? Bergfluss. Und dann hier. Oh, da haben wir noch eine normale. Mittelgroß und lange Stämme. Holzladekran von. Okay. Lange Stämme. Oh, das würde ich gerne machen. Aber mit wem? Das gucken wir uns mal an, mit wem man das jetzt hier so schön machen kann. Weil wir haben ja hier ein paar Fahrzeuge, ne? Schau mal, erstmal einen neuen Platz auswählen. Trucklager. Obwohl, kann der Bohr, der müsste das doch eigentlich machen können. Ah, wir hatten drüben schon so ein paar Probleme mit denen. Einsetzen. Ja, stimmt. Mit denen können wir das ja. Aber der kann nichts anderes, nur das. Aber für die langen Stämme reicht das ja vielleicht. So, und dann müssten wir den ja hier mit dem Heckständer ausrüsten. Und dann geht das hier. Ich gucke mir das gleich mal auf der Karte noch richtig an. Da. Weil wir fahren ja jetzt hier nur hin. Da dann voll machen und dann nur noch die Hauptstraße hier hinten einmal lang, ne? Also da könnten wir ja zwei Hauptstraßen, aber unten wäre wahrscheinlich schneller. Weil ich würde gerne mal wissen, hier der Azov ist ja jetzt hier auch in der Nähe. Da könnten wir das ja erstmal verschleudern. Lange Stämme. So. Und wir könnten ja eigentlich in der Links fahren, ne? Und wenn wir mit denen, aber den können wir denn, ne? Den können wir erstmal machen. Holzladekran. Kaufen. Und jetzt mit denen nochmal im Pritschen. Ne. Also wenn der. Ne. Hä? Und hier kann ich denn nichts mehr rauf machen, oder was? Schwerkran, Arthof. Oh, shit. Den kannst du ja dann ja richtig machen, ne? Aber mit denen könnten wir das da auch kriegen, oder? Ist nur doof, wenn wir jetzt hier Holzladekran haben. Und dazu können wir ja nichts anderes machen, ne? Also das hier mal montieren. Ne, der macht das weg. Ah, das hier montieren. Macht da alles weg. Also der kann nur einen Ladekran. Ne, das ist aber bescheuert, ne? Ne, das hier fällt mir nicht. Was sagt denn unser Bohr, der da unten ist? Der Kolob meinte ich. Was kann der denn alles hier? Mal ein bisschen gucken, ne? Achso, der kann. Ja, der hat nur die Ruhe. Ja, das ist natürlich dann auch für den Arsch.
Ich würde denn sagen, brauche ich denn wirklich einen Holzladekran? Ich sehe das ja gleich, wenn ich da bin, ne? Aber weil dann würde ich den ja eher. Selbst wenn ich mir den jetzt hier so Werkstatt verlasse mache. Und jetzt könnten wir ja hier nur einen Anhänger ran machen. Selbst wenn ich sage hier den langen Anhänger. Ach so, ja, geht ja gar nicht. Ich könnte wirklich nur einen Anhänger machen. Aber es muss doch Fahrzeuge geben, bei denen ich hier dann hinten das noch anmachen kann, oder nicht? Theoretisch. Ja, wir fahren hier mal in der Rotte. Ich glaube, wenn wir es so wieder aufladen können. Werden wir das Ganze noch mal ändern. Also solange das noch nicht so geht. Aber wenn ich es einfach so verladen kann, ohne was zu brauchen. Es wirkt so, weil der Holzladekran steht, auch müsste ich das verladen. Aber das sehen wir ja natürlich, wenn wir denn da sind. Und wenn nicht, dann hole ich meinen HX, ne? Dann ist ja Front und Heck. Heck haben wir ja denn schon hier. Müssten wir ja dann schleppen können, oder nicht? Oh, nee, wa? Ich bin schon wieder die falsche Reihe gefahren. Nein. Alter, das ist jetzt in die Glocke passiert, ne? Kann man mal sehen, ja. Geht schneller als man denkt. Ah, wir sind wieder auf Kurs. Ah, gut. Okay, ich muss mir merken, hier hast du eine Schneise. Und nach dem Service kommt jetzt erst. Ja, man ist noch nicht oft hier. Und da steht auch Gas dran, ne? Ah, der Kolob, der macht da ja einen schönen Wind, muss ich sagen. Der Bohr. Jetzt verwechsel ich die Bienen schon.
Das haben wir aber hier denn schon geschafft. Er kommt da auch rüber. Sehr schön. Und dann wollte ich hier eigentlich das so machen. Ich muss mir das doch nicht selber verladen. Ja, dann hätte man das einfach so nehmen können, ne? Warum sollte ich jetzt einen benutzen? Okay, dann würde ich sagen, dann sattel ich hier nochmal um, hol mir den HX und dann fahren wir das alles mit einmal rüber und zwar beim nächsten Mal. Also mein Vorhaben bis dahin jetzt, ne? Also, bis dann. Schönen Tag dann. Ciao.